In diesem Video möchte ich Ihnen jetzt beibringen und erzählen, wie man diese Schaubilder oder Abbildungen oder eben auf Englisch Figures genannt, wie man sie generell erzeugt mit Matplotlib und wie sie ineinander organisiert sind. Diese Kenntnisse sind wichtig, um danach seine verschiedenen Plots, die verschiedenen Abbildungen, die verschiedenen Grafiken überhaupt handhaben zu können, um da nicht durcheinander zu kommen, was wohin gehört. Als erstes schauen wir uns ein kurzes Beispiel an, wie man überhaupt so eine Figure, also so eine Abbildung, erzeugt erstmal. Ich habe mir hier im Code bereits die Matplotlib-Pyplot importiert. Das heißt, ich muss sie jetzt nur noch benutzen. Und wir haben es bereits eigentlich gesehen, wie es prinzipiell aussieht. Ich sage fig ist gleich PLT-Figure. Und damit gibt mir Pyplot die den Zeiger, Achtung, Zeiger, auf die Instanz von einer Figur oder von einer Abbildung oder von einer Feature. So, damit habe ich erstmal das, aber das ist nicht wirklich die Abbildung an sich. Das ist nur ein Zeiger, der im Moment eigentlich gar nichts tut. Um irgendetwas dort tatsächlich plotten zu können, also irgendetwas darstellen zu können, brauche ich die sogenannte Axis. Axis, geschrieben mit E, also A-X-E-S auf Englisch, bedeutet so viel wie ein Achsenkreuz, also das komplette Achsenkreuz und nicht nur die eine Achse, nicht nur in einer Dimension. Das holt man sich auch am besten als ein Zeiger auf so eine Instanz, und zwar indem man von Figure zum Beispiel mit Subplots arbeitet. Subplots. Und jetzt kann man dort auch tatsächlich irgendetwas plotten. Also das heißt, man braucht zum Plotten eine Figur, ein Achsenkreuz, und jetzt kann man in dieses Achsenkreuz irgendetwas reinmalen sozusagen. Nehmen wir mal an, ich habe eine, kann auch irgendetwas ganz Einfaches sein, machen wir das doch, x ist in, nehmen wir dafür am besten auch NumPy auch mit. NumPy, so, und als x werde ich mir Range benutzen, und zwar von 0 bis 10 in 2er Schritten. Irgendwie sowas machen wir vielleicht. Ja, genau, das ist okay. Und als y werde ich mir dann x zum, sagen wir mal, hoch 2 nehmen. So. Das sind meine Daten. Okay, hier schreiben wir, das sind eben unsere Daten. Und diese Daten möchten wir jetzt plotten. Das mache ich folgenderweise, indem ich bei Axis, auf der Instanz Axis, dieses Objekt, die Methode plot aufrufe. So einfach ist das. Und x, y wird mir das eigentlich jetzt auch plotten. Wenn ich das jetzt ausführe, dann muss ich das Fenster ein bisschen größer machen, damit Sie es auch sehen. Tatsächlich von 0 bis 9, von 0 bis 8 wurden die Zahlen ausgegeben. Und zwar von 0 bis 8, das sind unsere x-Werte. Und hier ist es natürlich auch diese hoch 2. Ne? Also 8 hoch 2 ist 64, genau das hat er ausgegeben. So einfach funktioniert das. Aber bevor wir in die Einzelheiten hier einsteigen und sehen, wie man das verschönern kann, wie man verschiedene Plots erzeugen kann und so weiter, möchte ich tatsächlich noch einmal darauf hinweisen, wie die ineinander organisiert sind. Um das besser erklären zu können, nehme ich dazu aber das Tablet. Hier habe ich mir ein bisschen kompliziertere Figur oder Abbildung bereits gebastelt, die ganz offensichtlich aus mehreren Achsen besteht. Also, an allererster Stelle steht diese Figur. Diese Figure oder diese Abbildung ist sozusagen die höchste Ebene von Matplotlib oder von Pyplot. Das ist meine komplette Figur, Figure. Davon kann ich auch mehrere haben, aber innerhalb von einer Figure, die Figure an sich ist so eine Art Platzhalter für alle diese Achsenkreuze, die ich danach dort reinmalen kann.
Die brauche ich erstmal als höchste Ebene, damit ich die Achsenkreuze da drin speichern kann. Diese Achsenkreuze sind jetzt hier drin in der Figur. Das ist zum Beispiel Axis 121 und Axis 122. Was bedeuten diese Zahlen? 121 ist so zu interpretieren: eine Zeile von Achsenkreuzen, zwei Spalten von Achsenkreuzen, also sprich genau eine Zeile, wie wir es hier sehen. Das heißt, nur in einer Zeile sind sie alle. Allerdings habe ich zwei Spalten und davon das erste Element. Das heißt, wenn ich 1, 4, 1 schreibe, meine ich insgesamt 4 nebeneinander, das erste davon. Wenn ich zweimal, nehmen wir mal an, ich habe zwei Zeilen, je drei Plots machen, möchte ich machen, dann möchte ich 2, 3 und dann das erste wäre der erste Plot, also zwei Zeilen und je drei Plots. Damit kann man eigentlich ganz viele Subplots erzeugen. Das nennt man auch Subplot, also Unterabbildungen. Man sollte es natürlich nicht übertreiben. Man kann auch ganz verrückte Sachen machen, indem sie auch, manche sind ganz klein und manche sind dann ganz groß und über mehrere Spalten, über mehrere Zeilen, das kann man alles machen. Wichtig ist für uns erstmal zu verstehen, dass diese Achsenkreuze zu einer bestimmten Figur tatsächlich gehören. Man braucht die Figur, da drin sind die Achsenkreuze. Und in jedem Achsenkreuz kann ich jetzt irgendetwas reinmalen. In diesem Fall habe ich bereits zwei verschiedene Sachen gemalt. Also einmal sehen Sie diese Linie hier. Das ist das hier, das habe ich gemalt. Und auf der anderen Seite in Axis 122 habe ich dann nicht mit einer Linie, sondern mit Punkten gearbeitet. Damit schon mal so ein Vorgeschmack, was man so alles machen kann. Man kann natürlich auch diese Legende hier sich anzeigen lassen und man kann auch verschiedene Titel hier einschreiben, die Titel der einzelnen Achsenkreuze oder eben auch den Titel von der kompletten Figur und so weiter und so fort. Wichtig für uns ist eben eine Figur, da drin Achsenkreuze und in jedem Achsenkreuz gibt es tatsächlich nur ein Plot. Und das war's. Man kann aber auch mehrere Figuren machen. Das sehen wir auch gleich ein Beispiel. So, wie erreiche ich jetzt, dass ich mehrere Figures bekomme? Das ist natürlich sehr praktisch, denn sehr oft ist die Idee oder die Logik hinter mehreren Figuren oder mehreren Achsenkreuzen in einer Figur, dass man die Abbildungen logisch zueinander passend macht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Analyse von Temperaturdaten habe, dann die verschiedenen Arten und Weise, wie ich das darstellen möchte, möchte ich zum Beispiel in einer Figur zusammenfassen, indem ich drei verschiedene Plots anbiete. Und dann alle diese Daten, aber diesmal auf Feuchtigkeit bezogen oder auf Geschwindigkeit oder irgendwie sowas, die mache ich natürlich in einer anderen Figur mit ihren eigenen Subplots. Das heißt, ich versuche das auch immer logisch irgendwie zusammenzufassen. Um das zu erreichen, stellt sich die Frage, wie erzeuge ich eigentlich eine zweite Figur? Eine zweite Figur muss ich damit erzeugen, dass ich sage Figur 2, offensichtlich kann ich Fig im Moment nicht wiederverwenden, sondern PLT Figure. Und man kann ihnen auch Zahlen geben, das heißt, welche Nummer hast du? Das machen wir jetzt hier mit der 2, damit es schön auseinander ist, wer was ist. Und ihre, und nehmen wir doch mal an, hier in dieser zweiten Figur möchte ich allerdings zwei Achsen haben. Die zwei Achsen werden dann heißen Axis 2,1, damit ich es unterscheiden kann, dass Axis 2,1 gehört zur Figur 2 und Subplot 1. Und dafür muss ich auf Figur 2 die Methode SubAdd, Subplot ausführen, indem ich genau diese komische Zahlenfolge eingebe. Also 1, 2, 1 wären jetzt genau wie in unserem Beispiel vorhin, eine Zeile, zwei Spalten, das erste davon. Und dann natürlich Axis 2, 2 wäre Figur 2 at Subplot 1, 2, 2, damit ich eben das zweite Element habe. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt 5 verschiedene Zeiger. Fig ist
meine erste Figur. Achs ist meine, ist das Achsenkreuz in dieser ersten Figur. Dann Fig 2 ist die zweite Figur. Achs 2, 1 ist der, ist das erste Plot, also links sozusagen, in der zweiten Figur. Und Achs 2, 2 ist das rechte Plot. So. Und jetzt da plotten wir doch mal was Schickes. Nehmen wir mal, machen wir doch Achs 2, 1. Kann genau das gleiche plotten wie in der ersten Figur. Darum geht es ja im Moment nicht. Und 2, 2 werde ich allerdings eine Scatter-Funktion benutzen. Das ist genau wie Plot, nur dass man eben diese Punkte erzeugt statt Linien. Und das lassen wir uns jetzt anzeigen. Und man sieht hier, jetzt hat er zwei verschiedene Figuren tatsächlich geplottet. Einmal das, was wir schon davor hatten, Figur 1. Und Figur 2 sieht ein bisschen anders aus, so ähnlich, was wir in dem Beispiel auf dem Tablet hatten. Das ist dann eine Linie und das zweite ist ein Scatterplot. Ein Scatter ist eben genau das gleiche Darstellung, aber man verbindet hier die Punkte nicht. Man kann jetzt hier natürlich ausprobieren, was würde jetzt passieren, wenn ich diese 1 und 2 tauschen würde. Das hoffentlich haben Sie auch eine Vorstellung davon. Eigentlich sollte ich jetzt nicht eine Zeile und zwei Spalten bekommen, sondern untereinander beide Plots in der zweiten Figur. Und genau das passiert, jetzt sind sie untereinander. Und Sie sehen auch, dass Matplotlib versucht natürlich die Größe, eigentlich ist die konstant. Und wenn ich es in Unterachsen aufteile, in diese Subplots, dann benutzt er die gleiche Größe und schneidet sie tatsächlich. Das heißt, die werden auch immer kleiner und kleiner. Man kann diese Größe aber auch tatsächlich ändern. Dazu würde ich Ihnen vorschlagen, eigentlich in der Dokumentation nachzuschlagen oder vielleicht benutzen wir es in einem der späteren Videos. Dankeschön.